Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Project Zipling, heute mit einem neuen Reaktion zu der extra für euch und zwar reagieren wir auf Camila Cabello, auf ihr neuestes Musikvideo, My Oh My, Feed the Baby. Bevor ihr dieses Video anschaut, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo, dazu hast du noch kein weiteres Video von uns verpasst. Und damit würde ich sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen an. Also, was ich sagen muss, erstens, die Stimme ist, glaube ich, noch so gemacht, weil aber es so altmodisch Ding ist. Ja, es hört sich gut an, das Lied, aber ich muss auch sagen, ich habe es schon bei einem Live-Auftritt gehört und ich habe mir schon gedacht, kenne ich das Lied? Und jetzt weiß ich, ich kenne das Lied. Echt? Ich kenne es nicht, also ja. Ruhig. Ruhig hier. It's only here for one thing, but ja. Oh Leute, ich liebe diesen Beat, ja, ich find's, der gerade eingesetzt hat. Also mir gefällt sowieso schon. Okay, wir sehen weiter. Als Experte. Also ich muss sagen, man erkennt Camilas Stimme immer irgendwie so. Ja. Sie hat sowas, also man erkennt's. Ja, das stimmt. Ich wollte sagen, bevor sie die Perücke weggeschmissen hat, die Frisur hat ihr auch richtig gestanden. Ja, aber sie sieht allgemein gut aus. Ja. Was sagt ihr dazu? Schreibt in die Kommentare. Oh, ich liebe diesen Teil. Ja, es hat sich. Und dann kommt ihre Stimme wieder zum Einsatz. Ich fühle es voll. Das, ich wollte was sagen, aber jetzt so. My mama doesn't trust him. He's only a fool. Look, I'm the type to make a turn. Okay. Der Rap passt auf jeden Fall dazu. Leute, jetzt bin ich richtig gespannt. Das wird sich auf jeden Fall gut anhören. Jeder, der das noch nicht gehört hat. Jeder, der es gehört hat. Gerade mit mir. Sein Rap ist richtig gut. Geil, ja. Geil, Leute, geil. Das ist so Hammer. Das ist so gut. Manche denke ich dir so, Tala, warum freust du dich so viel? Das ist so gut. Ciao. Okay, sie kann auch richtig geil tanzen, Leute. Ja. Nee, das Musikvideo ist ja irgendwie so gemacht, wie so in alter Zeit, deswegen so schwarz-weiß und dann wieder so Neuzeit, oder? Weil es war ja auch wieder nicht schwarz-weiß. Ja. Ja. Okay, dann. Das wieder so ein wichtiger. Das war es einfach. She's my Bonita. Leute. Es ist einfach richtig gut. Also ich muss sagen, ich habe sie nicht immer so, also ich habe sie nicht immer wirklich oft gehört. Nicht so oft. Also ich habe sie nicht, ja genau. Ich habe sie, danke Dani. Bitte. Ich habe sie nicht so, ich habe sie eigentlich nicht so verfolgt, deshalb kenne ich eigentlich, glaube ich, sehr wenige Lieder von ihr. Ja, bei mir ist es andersrum. Aber ich muss sagen, sie ist echt richtig, richtig gut. Ja, ich habe sie schon mehr verfolgt. Hast du sie verfolgt? Ich hab sie verfolgt. Bist du ein Stalker? Ich bin ein Verfolger. Nein. Also Leute, das Lied ist der Hammer. Also ich hab's ja nicht gehört, aber ich find's mega geil. Ich hab's ja schon gehört, aber ich habe das Musikvideo noch nicht gesehen gehabt. Ja, das deswegen. Musikvideo ist auch toll. Ich finde, das ist alles so toll.
Also ich fand das Musikvideo gut, aber ich fand, es war auch nicht, also es war auch kein so krasses Musikvideo. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, krasses Video, habt ihr schon gesehen? Ich finde, das hat gepasst Aber irgendwie so. Das es war war so im ein Thema. Es süßes, war halt im es war halt Thema. so ein süßes Ja. Video so. Fand ich auch. Ja. Also ich fand's gut. Ja. Also, wie fandet ihr es? Wie fandet ihr unsere Reaktion? Schreibt es uns in die Kommentare. Hinterlasst ein Abo, hinterlasst ein Like, folgt uns auf Instagram und Twitter, auf Instagram. Project.zipling. Sonst. Project.zipling. Und schaltet unsere anderen Videos an. Und damit würden wir uns von euch auch verabschieden. Na, ich hab's so schön gemacht, gell? Du zerstörst. Jedes Mal. Also, Ciao, ciao, Leute. Leute.